Ja, hallo zusammen. Heute zeige ich euch einmal vier Nail Designs, die euch ein wenig inspirieren sollen. Ich bin kein Nail Art Artist, also verzeiht mir, wenn das manchmal nicht ganz so schön aussieht. Aber es soll euch ja auch nur ein wenig inspirieren. Hier seht ihr einmal die ganzen Produkte, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das sind, wie ihr einmal sehen könnt, ein Correcting Pen, ein Nagelhautpflegestift oder auch die Butter von Essence von den Studio Nails. Richtig gut. Auch das Prä-Serum von Alessandro finde ich sehr, sehr gut. Genauso wie die Handcreme von Soap & Glory, die ich auch sehr, sehr mag. Und links da seht ihr diese kleinen Nagellack-Entferner-Pöttchen. Die finde ich mega genial. Ganz besonders, wenn man so Glitter-Nagellack, wie ihr gerade sehen, ablackieren will. Ich liebe Glitzernagellack, aber habe mich lange nicht mehr daran getraut, eben weil das Ablackieren so eine Hölle ist. Aber mit diesen Pöttchen ist das super, super einfach. Ja, dann seht ihr hier gerade drei farbige Lacke, die ich persönlich genauso schön finde für eine Hochzeit. Es muss nicht immer rosa und es muss nicht immer weiß sein. Ja, weiß, ne? Stichwort hier gerade. Das sind die drei Lacke, wenn ihr was weiß sucht, die ich euch empfehlen kann, obwohl der von Annie noch einen wunderschönen goldenen Schimmer dabei hat. Das sind die Klassiker für eine Hochzeit, ja, für ein Hochzeitsnail-Design. Diese Nude-Farben, diese Rosé-Töne, teilweise deckend, teilweise auch schier. Sehr, sehr gerne mag ich auch diese peachigen Farben. Also es muss nicht immer dieses klassische Rosa sein. Außerdem braucht man natürlich auch diese Schablonen für diverse Designs, was auch sehr, sehr praktisch ist, ich aber nicht verwendet habe. Das sind diese Sticker. Wer jetzt echt keine ruhige Hand dafür hat, kann sich auch einfach sowas draufkleben. Ja, das ist das erste Nail-Design, was ich gemacht habe. Das ist so quasi so ein bisschen Ombre-Glitzer-Effekt-Lack. Das sind mehrere verschiedene Glitzerlacke, die verschiedenen Farben glitzern. Also es ist holographisch, es ist rosa, so altrosa, es ist Gold dabei. Das ist das zweite Nail-Design, was ich gemacht habe. Hier seht ihr einmal, was ich dafür verwendet habe. Einmal dieser peachige Lack, dann so ein Hololack und ja, diese verschiedenen Glittertopper. Das ist das nächste Nail Design, da zeige ich euch jetzt im Anschluss auch, welche Produkte ich dafür verwendet habe. Das ist nicht ganz so einfach, weil ich habe das mit der, das ist meine rechte Hand und ich habe es mit der linken Hand gemacht und das ist echt nicht so richtig einfach. Also entweder muss man das wirklich Wochen vorher üben oder man geht echt zusammen in ein Studio und lässt das da machen, weil ja, es ist nämlich echt nicht so einfach mit links auf der rechten Hand da was Schönes zu zaubern. Also ihr seht gerade die Lacke, die ich für dieses Kunstwerk genommen habe. Da sieht man oben gerade so schön die verschiedenen Farben. Habt ihr gesehen? Ja. Und es hört nicht auf. Also man braucht doch eine ganze Menge. Aber ja, im Laufe der Jahre, da sammelt sich ja sowas immer an, ne? Da hat man da so diverse Steinchen und dieses und jenes über. So, das ist das einfachste von allen. Und das ist das dritte Nail Design und mein persönlicher absoluter Favorit und das wird auch genau das sein, was ich an meiner Hochzeit tragen werde. Es ist so ein schier rosa Lack, ne? Seht ihr gerade Armcandy von Sally Hansen und ja, dann habe ich einfach nur diese beiden Glittertopper genommen und habe damit einen French gemacht, also einen French Tip gemacht. Yeah. Das ist absolut mein Favorit, weil ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ja, das ist das vierte Design. Ebenfalls wieder mit links auf rechts. Totaler Horror. Sollte in meiner Vorstellung sah das auch irgendwie viel schöner aus, als es letztendlich rauskam. Aber der rosa Lack ist sehr schön. French Pink von NYX. Und wieder der holographische Lack. Also in meiner Vorstellung sah das irgendwie hübscher aus, als es dann letztendlich aussah. Finger. Aber vielleicht inspiriert es euch ja zu irgendwas besonders Schönem. Ich hoffe es zumindest. Ja, und hier dieses Set, das könnt ihr jetzt in diesem Video gewinnen. Also das ist der Quick Dry und ein Vitaminbooster für eure Fingernägel. Außerdem eine wunderschöne Farbe Sweet Candy von Annie. Und
Und dann bekommt ihr noch diese Nail Art Sticker, Strasssteinchen und diesen wunderschönen Glitter Topper von Essence. Und da drin sind Herzen, rote Herzen. Also, wenn ihr das gerne gewinnen wollt, dann schreibt mir jetzt bitte einen Kommentar. Was könnt ihr denn mal schreiben? Schreibt mir eure Lieblings-Nagellackfarbe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!